Die Stimmung ist dufte an diesem Nachmittag im Erholungspark Lübars. Auf der Bühne geben sich beim Schlager Olymp die Stars der Szene die Klinke in die Hand. Olaf Berger oder Annemarie Eilfeld rocken die Bühne. Dahinter bereitet sich der Präsident der Füchse, Frank Steffel, auf seinen Auftritt vor. Denn Reinickendorf ist offensichtlich nicht nur die Heimat von Schlager, sondern natürlich auch die Handballhochburg der Hauptstadt. Wir sind super zufrieden, auch mit unserer Jugendarbeit. Die A-Jugend Deutscher Meister, die B-Jugend Deutscher Meister. Aber das erste Spiel der Saison muss so ein bisschen mehr promotet werden. Die Leute denken noch nicht so richtig an Handball. Und für uns geht es um alles, weil es die Champions-League-Qualifikation ist gegen den Champions-League-Sieger HSV. Also Berliner, bitte helft uns. Es gab Füchse-T-Shirts für die Moderatoren des Schlagernachmittags. Mit dabei ist auch einer, der eigentlich auf dem Spielfeld zu Hause ist und nicht auf der Showbühne. Der Füchse und Nationalspieler Sven-Sören Christoffersen. Der 2-Meter-Mann scheint aber keine Berührungsängste mit Schlagerstars und Sternchen zu kennen, wenn es um die Werbung in eigener Sache geht. Wie Frank auch gerade sagte, ist es halt so, dass der Spielplan früh raus ist, diese Spiele aber vor den normalen Spielplan gesetzt wurden und insofern vielleicht auch nicht in dem einen oder anderen Kopf schon präsent sind. Und da wollen wir nochmal für sorgen, dass halt jeder sich auch bewusst ist, dass es am Mittwoch schon losgeht. Wer dann allerdings gedacht hatte, das war es, der kennt die beiden Füchse Steffel und Christoffersen schlecht. Nach dem Bühnenauftritt ging es direkt in ein nahegelegenes Hotel und hier bekam keine geringere als die Grand Prix-Gewinnerin von 1982, Nicole, ihr persönliches Füchse-T-Shirt. Den Termin sagte die sportbegeisterte Sängerin trotz einer Verletzung nicht ab. Letzte Treppenstufe, ja, war mein Feind. Die wurde mir zum Verhängnis und umgeknickt und dann aufgeknallt und richtig hin abgelegt und das war dann, naja, nicht so schön. Aber mein Gott, ich liebe noch, ist okay. Ich gucke jegliche Art von Sportsendungen im Fernsehen, habe auch selber früher Sport gemacht. Ich habe als Leistungsfach in der Schule im Gymnasium Sport belegt. Das Hauptfach war Fußball, aber Handball habe ich auch gespielt. Und ganz Profi wollte Nicole dann trotz des gebrochenen Fußes auch noch auf die Bühne zum Schlager-Olymp. Und bei so viel Einsatz staunten selbst die beiden Sportprofis der Füchse nicht schlecht.